Im ersten Jahr deines Gitarristendaseins wirst du ständig besser. Genieße dieses Gefühl. Es ist nicht von Dauer. Klar haben die Tonabnehmer und das Holz der Gitarre auch Einfluss auf ihren Klang. Aber was viele nicht wissen und mindestens genauso viel ausmacht, das Material und die Farbe der Gurtpins. Achte zukünftig mal drauf. Mein Selbstwertgefühl ziehe ich nicht aus gutem Songwriting oder spielerischen Fähigkeiten, sondern ausschließlich daraus, dass ich der Lauteste im Proberaum bin. Ich habe mit Gitarre angefangen, weil ich am Lagerfeuer wie die Großen bekannte Lieder spielen wollte. Wenn ich noch einmal gefragt werde, ob ich Knockin' on Heaven's Door, Come As You Are oder Wonderwall spielen kann, schwöre ich, dass die Klampfe im Feuer landet. Du übst erst dann genug, wenn dir all deine Freunde und Familienmitglieder aus dem Weg gehen, sobald sie dich mit deiner Gitarre sehen. Ob du gut bist oder nicht, kannst du ganz leicht prüfen. 200 BPM. Ab 200 BPM bist du gut. Modes bzw. Modi sind essentiell für ein gutes Gitarrenspiel. Versuche am besten, so viel wie möglich mit den Modes deiner Effektgeräte herumzuexperimentieren, um deine Zeit effizient zu nutzen und besser zu werden. Alles Digitale macht mir total Angst. Und ganz ehrlich, jedes elektrische Gerät auf dieser Welt sollte sichtbare Röhren haben. Wenn ich mal wieder keinen Bock zum Üben habe, aber trotzdem besser werden will, kaufe ich mir einfach ein neues Effektgerät. Sollte das nicht reichen, muss eine neue Gitarre her. Und sollte das immer noch nicht reichen, muss die neue Gitarre eine Seite mehr haben als die vorhergehende. Das funktioniert immer. Dass Sänger mehr Aufmerksamkeit bekommen als Gitarristen, liegt nur daran, dass im Publikum mehr Leute sind, die von Musik keine Ahnung haben. Ich gebe jedes Jahr Unsummen an Kohle für Gitarren oder für Effektgeräte aus, die ich gar nicht benötige. Aber wer ein Typ bietet aus nachwachsenden Rohstoffen bestehende, in Deutschland hergestellte Plektren für mehr als ein paar Cent das Stück an, dann werde ich zur Sau und spamme das gesamte Internet mit nicht enden wollenden Aufsätzen über diese Unerhörtheit zu. Bassisten sind nur gescheiterte Gitarristen, die keine Akkorde lernen wollten und denen 6 Saiten zu viel sind. Um genau zu sein, 4 Saiten zu viel. Originalität ist mir super wichtig. Trotzdem covere ich ausschließlich Songs meines Lieblingsgitarristen und kaufe all das Equipment, das er benutzt. Irgendwie habe ich meinen eigenen Sound noch nicht gefunden. Sollte es im Proberaum mal unangenehm peinlich still sein, fange ich einfach an, meine Gitarre zu stimmen. Wie auf Knopfdruck fangen plötzlich alle Anwesenden an, ihr Instrument zu spielen. Ich mag Menschen. Es sei denn, es handelt sich um andere Gitarristen. Stimmgeräte sind was für Noobs und habe ich nicht nötig.
Stimmgeräte sind was für Noobs und hab ich nicht nötig.